Hallo und herzlich willkommen bei Silverwurm. Bist du auch so ein Sommerfan wie ich? Ich finde es ja herrlich, wenn die Temperaturen steigen und die Sonne scheint und irgendwie ist dann alles viel, viel leichter und auch viel bunter. Ich möchte dir heute ein Make-up zeigen, was du nochmal draufsetzen kannst, wenn du zum Beispiel nach dem Büro direkt zu einem Termin gehen möchtest, zu einer Party, zu einem Bierchen im Freien, wie auch immer. Und deshalb habe ich mir gedacht, mein Make-up ist jetzt wie viele Stunden alt? Also wir haben jetzt 17 Uhr. Das wäre vielleicht die Zeit, wo das Büro gerade dann dicht macht und du sagst, so jetzt gehe ich nach Hause, beziehungsweise nicht nach Hause. Aber wie kann ich jetzt mit ein paar Handgriffen mein Tages-Make-up in ein Wohlfühl-Sommer-Make-up umwandeln? Ich habe jetzt mein Standard-Make-up drauf mit dem Smokeliner Silbergrau, ein bisschen schwarz und etwas Later Skater von OneSwipe. Das sieht man, das glitzert noch. Es sieht im Prinzip auch noch gut aus, wäre jetzt gar kein Ding. Aber wenn ich dann etwas Besonderes haben möchte oder zu einem besonderen Termin gehen möchte, dann finde ich, dann kann noch so ein bisschen drauf. Als allererstes mattiere ich dann immer noch mal mein Gesicht mit Zauberpuder, weil so speckig gehen möchte ich ja nicht. Denn speckige, glänzende Haut, sagt man zwar, das ist Glow, aber ab einem gewissen Alter sieht alles, was glänzt, eher verquollen aus. Und ich möchte alles, aber nicht verquollen aussehen. Da verzichte ich lieber auf Glow und alles sieht ein bisschen glatter und straffer und feinporiger aus. So, das siehst du, geht ganz, ganz schnell. Wenn du irgendwelche Make-up-Reste hast, musst du natürlich erstmal gucken, ob sich irgendwo was abgesetzt hat. Dann müsste man genau an den Stellen nochmal so ein bisschen verteilen, weil sonst fixiert man das, was sich abgesetzt hat. Und das möchte man ja nicht. Ich habe das jetzt nicht machen brauchen, weil auf meiner Haut ist gar nichts drauf. Hier unten habe ich gerade gesehen, ist so ein kleines Pickelchen. Das decke ich mit Bigaboo ab. Schwuppdiwupp ist es weg. Und natürlich nochmal abpudern, damit das fixiert ist. Zum Schluss werde ich auch noch ein bisschen Concealer hier und hier setzen. Aber was mache ich jetzt mit dem Augen-Make-up? Wie gesagt, das wäre im Prinzip so noch okay. Aber ich möchte ja eine Schippe draufsetzen. Dafür habe ich mir jetzt 4 Smokeliner rausgesucht. Das ist der Topper, Goldviolett, dann Hawaii-Blau, das Smaragdgrün und Violett. Und das sind, finde ich, sehr, sehr schöne frische Farben, die man einfach drüber aufträgt und fertig ist. Ich werde das jetzt so in der Kombination machen, dass ich Grün und Blau zusammennehme und die beiden Violetttöne. Kann man natürlich aber auch mischen, da ist gar keine Grenze und keine Spielregel. Das machst du so, wie du da Lust zu hast. Und den hellen Stift, den setze ich immer hier vorne hin. So. Den sieht man halt nur sehr, sehr zart, das ist aber auch extra so, weil der macht so ein bisschen Pling-Pling, ohne jetzt so angemalt auszusehen. Und dann nehme ich den Violetten einfach hier nochmal so drüber, verblende das so am hinteren Zipfel so ein bisschen und hier unten am unteren Wimpernrand auch. Dann mache ich das immer noch mal so, dass ich mir so einen ganz zarten schwarzen Strich an den Wimpern entlang setze, weil der Wimpernkranz dann verstärkt aussieht. Und du siehst mit diesem wirklich wenig an Farbe, ich suche gerade was zum Abwischen, dieses wenig an Farbe bringt schon enorm viel. Innerhalb von einer Minute ist das eine ganz, ganz andere Geschichte. Am anderen Auge mache ich es jetzt mit Grün und Türkis. Da setze ich mir jetzt erstmal die etwas dunklere Farbe hier hinten hin.
verteile das hier auch noch mal alles so ein bisschen. Also ich habe jetzt nur das genommen, was auf dem Finger drauf ist, ne? Also hier verteilt und mit dem Rest hier noch mal durch die Lidfalte. Das Schöne ist ja, selbst wenn es draußen 30 Grad sind, verwischt das nicht. Es sei denn, man hat ein ganz, ganz schweres Schlupflid, was auf der Farbe drauf sitzt. Ne? Dann ist es ganz klar, dann ist die Wärme und dieses Hautfett, was die Haut im Sommer produziert und Schweiß, wenn das genau auf dem Smokeliner liegt, dann löst das so ab, weil der Smokeliner weiß nicht, ist das ein Augen-Make-up-Entferner oder ist das eigenes Hautfett. Dann würde das eventuell nicht halten, aber da musst du wirklich schon ein extremes Schlupflid haben. Im Normalfall, wenn das nicht drauf sitzt, dann hält das ohne Ende. So, und jetzt mache ich mir gerade nur hier in der Mitte so ein bisschen blau. Das ist schon etwas gewagt, aber man kann ja mit der Farbe spielen. Jetzt nehme ich tatsächlich auch noch mal den goldlila Topper und setze den hier hin. Und so mit der Farbe zu spielen, macht einfach Spaß. Mal hier ein bisschen schwarz. Ach, ich mache auch noch ein bisschen grün. Demnächst kommt ja auch Darling ganz bald. Auch damit kann man dann schön spielen. Und jetzt schau mal, wenn du zurückspulst, wie sich das verändert hat mit so wenig Aufwand. Und das hält dann nochmal die ganze Party lang. Das hier ist meine Geheimwaffe. Das ist die Farbe Illusion von OneSwipe. Übrigens, ich bekomme ab und zu mal so die Nachricht, ah, bei mir ist das so ein bisschen verkrümelt. Klar, je nachdem, wie man dann reindrückt mit dem Finger. Dann nimmst du das Plättchen, setzt es drauf und drehst das einfach mit ein bisschen Druck und nimmst das Plättchen wieder ab, dann ist die Oberfläche wieder schön glatt. Und das ist so ein rosa Gold. Und wenn man damit, also man muss wirklich nur mit dem Finger so ganz leicht drauf tippen, hier so über die Kugel tupft, dann hat das nochmal sehr viel Schönes. Muss nicht, aber das ist für mich so das absolute i-Tüpfelchen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Mascara draufsetze, bekommt das direkt nochmal einen ganz anderen Ausdruck. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Türkis oder das Violett schöner finden soll. Klar, das Türkis fällt mir auf. Ich mache das dann so, dass ich das nach meiner Stimmung entscheide. Also wenn ich so einen Tag habe, wo ich besonders gut drauf bin, dann würde ich eher mal so ein Türkis nehmen. Ich habe übrigens braun-grüne Augen, wo man sagen könnte, Türkis. Doch, passt super. Und wenn ich so einen Tag habe, wo ich denke, ach, heute möchte ich lieber im Hintergrund sein, dann würde ich dieses Violett nehmen, womit ich mich immer noch sehr wohl fühle. Aber es ist natürlich dann nicht so auffällig. Das ist wie mit Lippenstift. Den sollte man auch nach Tagesform wählen. Zum frischen Sommer passt natürlich hier auch nochmal die sanfte Rose sehr gut, statt Just Fresh. Na, sieht direkt viel, viel frischer aus. Und da ich ja, ne, kräftige Farbe in der Bluse, kräftige Farbe hier am Auge habe, nehme ich auch gerne ein bisschen Lippenstift. Es gibt ja den Mythos, dass man sagt, entweder Augen-Make-up oder Lippenstift. Aber ich finde, auch das ist eine
Interpretation, wie man die Sachen in der Technik aufgetragen hat. Klar, wenn man so ein ganz buntes Augen-Make-up hat und nimmt dann so einen knallig pinken Lippenstift, dann könnte das ein bisschen überladen wirken, aber die Dosis ist entscheidend. Das kann also auch beides miteinander sehr gut aussehen. Da musst du mit ein bisschen Fingerspitzengefühl dran. Aber dieses, ne, entweder oder, das finde ich, das ist eine Regel, die hat irgendwer aufgestellt. Keine Ahnung warum. Nö, bei mir nicht. Wobei ich mich immer eher für Augen-Make-up entscheide als für Lippenstift, weil ich halt durch diesen kleinen Mund nicht immer Lippenstift trage. Andere Frauen, die haben gar nichts drauf oder vielleicht Mascara drauf, aber immer ihren knallroten Mund. Und das finde ich so schön, weil das ist so ein Ausdruck von Weiblichkeit, von Selbstbewusstsein. Finde ich auch okay. Wäre interessant mal, dass du drunter schreibst, was ist für dich so das Wichtigste im Make-up? Wo sagst du, das ist jetzt meins, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben und damit fühle ich mich dann wohl. Eher das Augen-Make-up oder nur die Mascara oder der Lippenstift? Schreib uns das doch mal bitte unten in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Das ist übrigens der Happy Lip Just Fresh, Just Pink. Trage ich wie einen Konturenstift auf. Ein bisschen verteilen. Und dann, um die optimale Pflege gerade jetzt im Sommer zu haben, gebe ich natürlich nochmals Lippenserum drauf. Lippenserum. Ist egal, wen ich aus meinem Bekanntenkreis treffe und nochmal nach dem Lippenserum frage, weil das habe ich großzügig verteilt zum Ausprobieren, heißt es, boah, das ist so super. Kann ich davon nochmal noch eins haben? Wie geht es dir mit dem Lippenserum? Super Produkt, oder? So. Und damit fühle ich mich jetzt wohl. Und es hat mich vielleicht, wenn ich jetzt ohne Erzählen das alles aufgetragen hätte, hätte mich vielleicht jetzt so, ich sag mal, 3 Minuten gekostet. Die paar Sachen dabei zu haben, tut auch nicht weh. Das passt noch in jede Handtasche rein. Aber wie viel macht das aus? Eine Kleinigkeit ist noch zu korrigieren. Siehst du vielleicht, nämlich hier, genau diese Stelle. Da muss noch ein bisschen Concealer drauf. Gehe immer zwischen den beiden Farben hin und her. Außer im Sommer, dann nehme ich nur die dunklere Farbe. Zart antupfen, aber sofort abpudern. Da reicht meistens der Rest, der auf der Quaste ist. Hier auch. Tup, tup. Und das macht so extrem viel aus. Wenn du sagst, ah ja, ich habe genügend Zeit, mache ich also auch noch vielleicht ein bisschen Concealer hier innen drin. Das schadet nichts, das bringt immer was. Nur denk bitte dran, es absolut mit dem Zauberpuder zu fixieren, weil wenn du mehrere Stunden unterwegs bist und es ist warm, setzt sich das ab. Das ist gar nicht das Produkt schuld, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass in dem Concealer ja eine fettige Substanz ist. Fettig ist dabei nicht negativ belegt. Das ist einfach, man könnte auch sagen, cremig. Das hört sich besser an, ne? Eine cremige Substanz. Und die würde sich bei hoher Temperatur verflüssigen und durch die Mimik dann absetzen. Also auch hier dann nochmal abpudern. Und so geht's dann los zum Spaß haben. Was machst du, beziehungsweise wenn du jetzt vom Büro irgendwo hinfahren willst, machst du dann nochmal was an deinem Make-up oder sagst du, nö, ich gehe grundsätzlich immer so, wie ich bin oder schminkst du dich vielleicht komplett ab oder nochmal ganz neu? Würde mich interessieren, wie ihr das alles so handelt und ja, was für euch dann der Schwerpunkt ist, was muss immer ganz besonders sitzen? Ja. Für mich ist das so okay. Ja.
Und so könnte ich jetzt rausgehen. Ich gehe jetzt nur nach Hause. Was heißt nur? Ich gehe jetzt nach Hause, fühle mich da aber auch wohl, wenn ich dann aus Versehen mal in den Spiegel gucke. Mache ich natürlich jetzt nicht normalerweise, dass ich mich um 5 Uhr nochmal auffrische, aber vielleicht bist du froh über den einen oder anderen Tipp und machst das nach. Viel, viel Freude. Ich freue mich über die Kommentare, die ich dann hier unten finden werde, weil da profitieren wir dann wieder alle von. Dann sage ich mal bis nächste Woche, deine Michaela Silverwurm. Tschüss.